Ich habe eigentlich nie es darauf angelegt, dass ich davon leben muss. Ich habe immer das gemacht, was ich wollte. Und man hatte ein paar Aufträge gekriegt, es gab Förderaufträge, also dass man, wenn man angefangen hatte, erstmal einsteigen konnte. Aber das war ja immer nur mal was Gelegentliches. Und ich bin dann 67, das 63 war ich mit dem Studium fertig, 67, zwischendurch war Armeezeit, im Sommerpalais gelandet, bin dann regelrecht angeworben worden, weil die einen Papierrestaurator brauchten. Da war ich das nicht, habe mich aber dann im Laufe der Zeit reingearbeitet in die Materie, an sich nur durch Konsultation bei anderen Leuten das Grundproblem erfasst. Und naja, es war an sich dann so mein Broterwerb. Ja, es erfordert es erfordert eine Disziplin und man muss ganz genau wissen, was man macht, weil mit so einer Nadel hat man dann was reingekratzt, was sich mit einem Bleistift radieren lässt. Das heißt zwar Radierung, aber man kann nicht radieren, das ist ja oft die Irritation, ne, die stattfindet. Und ja, was einmal da ist, ist da und wird dann durch das Ätzen eigentlich noch vertieft, auch die Fehler werden noch vertieft. Und das macht es schwierig, aber auch gerade spannend, dieses mal ganz anders. Also jetzt Freitag Nachmittag hier anzureisen und noch nicht wissen, was man macht, da hat man verloren. Also schon eine Vorstellung mitbringen, möglichst auch eine Zeichnung und ja, Vorlage. Ja. Diese Werkstatt erfüllt mich natürlich ein bisschen mit Freude, weil sie jetzt fast 30 Jahre sind, dass wir das machen und dass das Interesse eigentlich immer größer geworden ist. Es ist ja gar nicht mehr auf Greiz beschränkt, die Teilnehmer. Es sind ja kaum noch Greizer dabei, kommen sonst woher und das gefällt einem schon, ne? Wenn man sieht, es wird gewollt, es wird angenommen. So, und was sie machen, da rede ich denen an sich nicht rein über die Thematik. Das hat ja jeder ein bisschen was anderes. Es soll ja ein bisschen künstlerisch auch tätig sein. Und ich helfe an sich, also meine Aufgabe sehe ich darin, bei der Durchführung oder der Realisierung von Vorstellungen zu helfen. Wir können jetzt das Korn draufbringen für Aquatinta. Und dann wird das auch in Zukunft gehen.